Hey Leute und willkommen zu einer postapokalyptischen Folge von Fallout 4. Es gab schon lange kein Fallout 4 mehr bei mir. Zurzeit ist alles mit Monster Hunter vollgeschwemmt. Habe ich mir gedacht, heute nicht. Heute schwemme ich Fallout 4 zu euch rüber. Und wir machen Quaggarden. Das ist eine Siedlung, die mit Robotern betrieben wird und ausschließlich nur mit Robotern. Und ich muss mal ein lauter machen, glaube ich. Dies ist die erste und einzige Hydrokultureinrichtung im Commonwealth, die ausschließlich von Robotern betrieben wird. Habe jetzt nochmal gesagt. Der Ort kommt mir bekannt vor. Ich glaube, ich habe mal einen Beitrag darüber gesehen, vor dem Krieg. Ja, da hast du recht. Ja, der Bau wurde nur wenige Tage vor dem Krieg beendet. Oh. Wir konnten nur überleben und unseren Betrieb fortsetzen, weil unser Erschaffer uns vollkommen autark gemacht hat. Du musst wissen, dass es hier zwei Arten von Robotern gibt. Die Arbeiterdrohnen übernehmen einfache Tätigkeiten und Wartungsaufgaben. Wir Aufseher, also ich selbst, Green und Brown besitzen komplexe kognitive Prozessoren. Oh, Wir tun den sind so in der hochgestochen. Lage, komplizierte Probleme zu analysieren und Entscheidungen zu treffen. Ein Beweis für die Genialität unseres Erbauers, Dr. Edward Gray. Ich erinnere mich an ihn. Er war einer der leitenden Ingenieure von Robco. Aber mehr als nur ein bisschen exzentrisch. Das ist schon das zweite Mal, dass du erwähnst, dass du dich an etwas aus der Zeit vor dem Krieg erinnerst. Ja. Ich glaube, du bist etwas verwirrt, Liebling. Du kannst zu dieser Zeit nicht am Leben gewesen sein. Robotertechnik und künstliche Intelligenz waren die große Leidenschaft unseres Erbauers. Nur seine Liebe zum Fernsehen war ähnlich groß. Vielleicht ist dir bereits aufgefallen, dass ich eine recht einzigartige Persönlichkeit besitze, so wie auch die anderen Aufseher. Du bist kein Zünd, aber du hast auf jeden Fall Wert. Wieso hat Dr. Gray euch diese Persönlichkeiten verpasst? Ein Genie ist ruhelos. Es kann Stillstand nicht ertragen. Dr. Gray hatte genug von der Standardpersönlichkeit des Mr. Handy. Er hat sich von seinen Lieblingscharakteren aus dem Fernsehen inspirieren lassen. Und wir sind das Ergebnis. Es gibt noch ein paar weitere Dinge, die du wissen solltest. Sprich mit Green, wenn du Vorräte brauchst. Wenn du Kronkorken benötigst, hat Brown eventuell ein paar Jobs für dich. Ah, da wäre noch eine Sache. Eigentlich eine Frage. Sag mal, was hältst du eigentlich von dem Wasser in der Gegend? Es ist furchtbar. Es ist furchtbar. Das ist es, oder? Geringer Druck, hohe Strahlung. Eigentlich ist es giftig. Stell dir vor, was es mit meiner Haut macht. Das funktioniert nicht. Mit deiner Haut. Okay. Du uns vielleicht helfen? Ja, klar. In Ordnung. Wunderbar, einfach wunderbar. Machen wir doch alles. Unser Wasser kommt hauptsächlich aus der alten Weston-Anlage südlich von hier. Ein echter Schatz. Sei so lieb und schau da mal vorbei. Klar. Finde raus, was du tun kannst. Vielleicht ein bisschen aufräumen? Ist bestimmt schmutzig. Wenn du es zum Laufen bringst, lasse ich mir auf jeden Fall was Schönes einfallen. Abgeschlossen. Untersuche die Wasseraufbereitungsanlage. Mach mal. Mach mal alles. Die lieben Roboter, machen wir das doch. Wo
ich jetzt nochmal gepinkt? Boah, ich habe schon lange nicht mehr gespielt. So, was ist hier nie gut? Das ist keine Meteranzeige. Warum ist keine Meteranzeige? Ihr braucht nichts zu befürchten von mir. Ich brauche keinen Hirschkulierer. Hoffnungslos. Nein, nie nur was Nützliches. Niemals. Das ist doch voll. Supermontan, das Selbstauslöser, ja, ganz klasse. Als Supermutanten lässt. Ja, es macht doch Spaß, oder? Ich glaube, ich brauche mal ein bisschen Hilfe. Le Fusil Terribles. Ist Gauss gewesen? Ja, geil. Aber ich brauche eigentlich Hilfe. Wie ist denn weg? Ah ja, das ist die Aufbereitungsanlage. Sag mal, die ist eigentlich auch nicht verkehrt, die Waffe. So? Kein Feuer, ich mag kein Feuer, aber halt wenn langsam, ne? Was ist denn jetzt? Hat so das noch mal hier? Ach so, ja. Mein großes Gewehr, das ist groß. Aber halt mein Gewehr halt einfach. Hat mich jetzt angegriffen. Das
blöd oder so ähnlich. Ich hatte einen Gründersoldat jetzt angegriffen. Warum zur Hölle? Hat mich jetzt ein Gründersoldat angegriffen? Will ich das näher erläutern? Will ich das näher... nee. Seit dem Update will ich da nichts mehr näher erläutern, glaube ich. Gott. Ehrlich, oder? Das ist doch... Ich glaube, ich nehme wenig Pistole. Scharfschützengewehr, Raketenwerfer... Was habe ich denn eigentlich alles dabei? Hat zu viel. Was habe ich denn eigentlich an? A61... Nichts... Nichts... Gut. Na gut. Naja, die Kellex-Pistole habe ich ja ein wenig aufgemöbelt. Aber ich glaube, das war es jetzt im Prinzip. Schrotpatronen, Patronen, nee, brauche nicht. Hammer, Lötlampe. Scheint ich auch nicht so wirklich zu brauchen. Da ist auch nichts drin, was ich brauche. Da eigentlich auch nicht. So eine billige Whiskyflasche. Den, wo es zu Licht hat, da kann ich ganz sicher was brauchen. Der kann sicher nukleares Material, das ist dabei. Raketenwerfer. Molotov-Cocktail, ja mit. Was ist denn den Kerl mit der Radioaktivität zerfetzt? Ich glaube, das wird der da, oder? Nukleares Material, genau. Gunner war das wahrscheinlich. Nachtsichtkampf. Was ist denn das denn? Nachtsichtkampf, Schaden 57. 999, T-Tasse. Nee, lass mal. Ja, dann würde ich mal sagen, geh mal einfach rein. Ich hasse Scheinwerfer. Fusionszellen, toxisches optimiertes Lasergewehr. Brauche ich ja nicht wirklich. Brauche ich taktisches optimiertes, verbessertes, hypergedöns, mega... Scharfschützen. Ich weiß gar nicht, auf was ich hinaus wollte. Naja, redet weiter. Redet einfach weiter. Sehr viel, das passt schon. Ihr liebt mich alle. Weiß ich doch. Oh, ein Telefon. Ein Telefon kann ich immer brauchen. Du hast die Telefone? Nee, das stimmt wohl. Kundendienstbereich Terminal benutzen. Memo, Büro, Materialbestellung, brauche ich nicht. Das heißt so Memo-Kram. Kilos, was zu lesen. Was ist das denn? Was? Nur Krimskrams. Oh. Mach mir das zu heiß? Rüpp-Paket kann ich brauchen. Das ist ein Outfit. Stimback aufbereitet. Das Wasser, jupp. Nehmen wir. Versperrt und verbessert. Wüstelchen.
Kann ich viel brauchen. Huch. Seit wann ist es denn so still? Gute Frage. Ich sollte eigentlich runtergehen, aber ich will jetzt erstmal nach oben, okay. Da gibt es nur das Dach eigentlich, okay, da gibt es jetzt weiter nichts. Ah, nach unten muss ich wahrscheinlich mit vorstellen. Jupp, nach unten. Bing. Das jetzt bitte. Okay. Coca-Cola Flaschen, Einsteiger. Nehmen wir doch so mit, wie es ist, ey. Na. Jupp. Das wär's. Kann ich ja wieder was brauchen. Mandel des Schweigens, ja, gut, okay. Das ist der Gestank des Gestankes. Okay, ist eine Scheibe. Ach Gott, da kommt doch gleich noch mehr. Ein Quäler Fresh. Yummy, yummy, yummy. Wozu brauche ich denn bitte ein Mikroskop? Au! Das hat wehgetan! Arschloch! Soll ich Raketenwerfer oder was? Habe ich die eigentlich auf die einzelnen Raketenwerfer immer noch? Wie kann man das sagen? Die Pistole macht sich eigentlich hier ganz gut. Weil ich wenigstens so genaue Single-Schuss brauche. Verdammt nochmal, ja. Türsteuerung. Deaktivieren. Abschaltung. Das ist sehr schön. Das erfreut mein Herz. Da brauche ich wissen, da muss man schauen. Ich stoppe hier wieder zurück. Oder? Ja, genau. Hier kann man dann wieder ganz einfach zurückgehen. So, jetzt ist, was ist das da eigentlich hier? Ja gut, ich frag und ich will es gar nicht wissen. Warum frage ich eigentlich immer wieder?
Ich glaube, es geht irgendwie da drüben weiter. Du bist ein verfluchter Sünd. Dein Geigerzähler schlägt gar nicht aus. Sagst. Ich glaube, jetzt brauche ich was Schnelles. Treffer. Deiner ist so versteckt, ne? Geht der jetzt hin? Was auch immer es war, jetzt ist es weg. Ich glaub, wir sind nicht allein. Ehrlich? Wahnsinn. Bist wie ein schlechter Freund. So. Jetzt bin ich schon mal da. Okay. Ach so geht's auch ganz einfach runter. Ja dann. Wie komme ich dann bloß wieder zurück? Das ist so die andere intelligente Frage, die ich wirklich habe. Wie komme ich zurück? Gehen wir mal da lang. Sind wir wieder da? Also hier kommen wir immer wieder mal raus. Hier ist ein schlechtes Omen. Was haben wir hier? Hier ist der Anfang. Was? Warum bin ich jetzt bitte wieder am Ampf? Ach, ich bin nicht gerade. Da hinten irgendwo, ne? Ach Gott. Ein legendärer Rangfolger getötet. Gut zu.
So legendär ist jetzt auch nicht die Rüstung. Da hinten geht's irgendwo weiter. Hey, du hast einen Ball verloren. Und einen Schraubenschlüssel hast gegessen. Ich hoffe, er war nicht lecker. Starte die Hauptpumpe neu. Na, ihr wollt Zeug von mir. Abgeschlossen. Kehr zu Aufseher weit zurück. Okay. Komm, Cindy. Machen wir mal zu. Fühle mich gleich etwas besser. Betonung liegt auf etwas. Na ja, gut. Nach oben. Bin ich da? Oberfläche. Ja, bin da. Gut, okay. Gehen wir mal. Quellgarten zurück. Ehrlich, jedes Mal, wenn du ein Level aufsteigst, erhöht sich deine Gesundheit und du kannst einen neuen Skill auswählen. Wie atemberaubend ist denn das? Warte, hättet ihr gewusst? Hättet ihr das gewusst? Ich bin ganz voll geschockt. Ja. White. Hallo, schön dich zu sehen. Hallo, naja. Du hast unser Wasserproblem behoben, oder? Ja. War nicht einfach. Ja, es war nicht einfach. Ja, natürlich. Hier, du kannst etwas von unseren Erzeugnissen haben. Außerdem gibt dir Greenie einen Rabatt, wenn du sonst noch was brauchst. Jetzt muss ich wieder zurück an die Arbeit. Ciao, ciao. Ciao. Ich kann jetzt die Werkstatt von Grey Garden benutzen. Hey, Nick! Ich bin ganz Ohr. Warte da. Ich bleibe dann mal hier. Komm schon. Guter Plan. Tust du doch was mit, ey? So rein. Divers ist mein Schrott. Ach nö. Nick, das kannst du jetzt nicht sagen, dass du nichts mehr tragen kannst. Komm mal da hin, ey. Komm mal, ein paar Telefone kannst du noch rumschleppen. Ein bisschen Tapentin und Tischventilator. Hast du ganz sicher noch irgendwo Platz, ey. Ein Vogel. Wir könnten etwas Regen gebrauchen. Ich kann die Werkstatt von Grey Garden benutzen, also muss ich hier Geschütztürme hinbauen. Oh je. Ich sehe schon, das endet dann ein Geschütztürme-Massaker. Was machen wir denn? Ich muss ja einen Plan haben. Das wird dann nochmal... Ja, und ja, ich habe das DLC. Natürlich. Habe ich's.
glaube, das nächste Mal machen wir weiter Probleme bei Sunnyvale Blick und den Weg für den Hagen Beach freimachen. Denn wir sind schon wieder bei 30 Minuten. Man glaubt es eigentlich gar nicht, wie schnell die Zeit verfliegt. Und ich sehe euch einfach das nächste Mal so. Bleibt so, wie ihr seid. Tschüss, euer Sephiroth.